Nächste Rednerin zu Wort gemeldet, Nicole Schreier. Sie kommt von den Grünen aus Tirol. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Vorrednerin von den Grünen hat schon ihre Anregungen und Vorschläge an Herrn Sozialminister und Herrn Verteidigungsminister gegeben. Und ich überbringe jetzt nur das grüne Begrüßungspaket an den Herrn Verkehrsminister. Ja, der Verkehr ist in Österreich, wie wir alle wissen, der Hauptverursacher für Luftschadstoffe mit allen Auswirkungen, die wir dadurch haben. Wie zum Beispiel Feinstaubbelastung und vor allem natürlich die Klimabelastung. Und Österreich ist, wie wir auch alle wissen, Klimaschlusslicht in der EU. Und wir sehen jetzt gerade zu Ihrem Amtseintritt eine Riesenchance, genau durch diese Niedrigpreisphase, die das Öl gerade hat. Genau jetzt ist nämlich der richtige Zeitpunkt, um da ökosoziale Besteuerung reinzubringen, um zu mehr Kostenwahrheit zu kommen, um hier aktiv was für den Klimaschutz zu machen, um einfach dem Klima... Na klar, um einfach dem Klimasünderverkehr einfach hier mehr zu verringern. Wir sind sehr gespannt, wie Sie das alles angehen werden, wie Sie eben genau hier bei der Kostenwahrheit im Verkehr ansetzen werden, vor allem aber, wie Sie beim Punkt Verlagerung Verkehr auf die Schiene und weg von der Straße auf die Schiene kommen, weil das braucht es einfach sehr, sehr viel mehr Anstrengung. Nur 3 Megatunnels, die jetzt schon dabei sind, in die Berge gebohrt zu werden, sind da nicht ausreichend, ohne wirklich angestrengte Begleitmaßnahmen, um wirklich eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Ich möchte ein sehr, sehr wichtiges Tiroler Thema Ihnen noch näher bringen. Sie sind jetzt der 3. Verkehrsminister bzw. Verkehrsministerin in 2 Jahren, denen ich das jetzt schon näher bringe, nämlich das Verkehrschaos in Kufstein. Es hat seit Inkrafttreten der Vignette, der Autobahnvignette, hat 17 Jahre Aussetzen der Vignettenkontrolle bis Kufstein Süd gegeben, weil dort ist eine sehr wichtige Abzweigung, nämlich der komplette Verkehr in Richtung Skigebiete, in Richtung Kitzbühel, in Richtung Osttirol und weiterhin gehen dann vor allem im Sommer in Richtung Italien und Kroatien, biegt dort ab. 2014 hat die damalige Bundesministerin Bures dieses Aussetzen der Vignettenkontrolle gekippt. Und seitdem wälzt sich der Verkehr in die Skigebiete, jetzt im Winter vor allem, durch Kufstein, durch die Umgebung von Kufstein. Die Mautflüchtlinge legen wirklich die gesamte Region rund um Kufstein lahm. Die Grenzkontrollen derzeit in Deutschland verstärken das Problem natürlich noch. Zurzeit ist die Situation wirklich unerträglich und es ist wirklich, es ist kaum ein Vorankommen. Es geistern sogar ganz, ganz wirre Ideen schon durch die Köpfe, nämlich eine Umfahrung für die Autobahn, für die Mautflüchtlinge zu bauen. Also die Autobahn, die ja als Entlastung, als Verkehrsentlastung für die Städte, für die Regionen gebaut worden ist, durch das Aufheben der Aussetzung der Vignettenkontrolle kommt es eben zu diesen Mautflüchtlingen und weil man eben auf die Autobahnmaut nicht verzichten möchte und für diese Autobahnmautflüchtlinge anzudenken, an eine Umfahrung auf Steuerkosten zu bauen, ist wohl wirklich der Gipfel. Das muss man sich erst mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Von daher lade ich Sie herzlich ein, Herr Minister, kommen Sie mal uns besuchen, kommen Sie uns in der Region Kufstein besuchen, schauen Sie sich die Situation vor Ort an, machen Sie sich selbst ein Bild davon, ich übertreibe hier nicht. Das sind wirklich ganz untragbare Zustände und schauen wir, dass wir gemeinsam eine Lösung für die Menschen dort in der Region finden und ich wünsche Ihnen sehr viel Glück beim Amtsantritt. Dankeschön.